Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen. Fluffy und ich grüßen euch ganz lieb. Der Herbst ist gekommen, es ist so kalt und ich freue mich, weil Fluffy legt sich immer manchmal wie so ein Schal hier um mich drum. Ja. Jetzt sitzt sie wie ein Papagei auf meiner Schulter, während ich das Video drehe. So. Und sie hat gepupst. Oder einer setzt gerade etwas ins Katzenklo, ich weiß es nicht. Boah. Nee, du hast nicht gepupst, ne? Also, meine Lieben da draußen, ich war letzte Woche bei Lush und ich sag euch, nicht mir, ich glaube, ich raste aus. Alle coolen Sachen, die ich von Lush liebe, 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 gehen aus dem Sortiment. Hackt's bei denen? Ich dachte mir echt, hallo, es geht doch nicht klar. Naja, und deswegen habe ich mir einen Vorrat angekauft, aber für diejenigen unter euch, die sich auch für die Weihnachtssachen interessieren, habe ich auch etwas mitgenommen. Also von den Weihnachtssachen kann ich sagen, es gibt vieles, was es im letzten Jahr auch gegeben hat. Und coole neue Sachen, die ich mir aber nicht geholt habe, weil ich nicht so, nicht so auf diese Spielereien stehe. Es gibt zum Beispiel eine Badekugel, die hat innen drin Sachen, die man essen kann. Und es gibt eine Badekugel, die explodiert wie eine Rakete und Konfetti abwirft. Und man spielt auch nicht mit einem Schal. Und, die Snowcake-Seife gibt es zum Beispiel immer noch, aber es gibt auch eine Neuigkeit. Hier ist mein Lush-Tütchen. Und zwar nennt es sich... Ich suche. Ich habe es drüben liegen lassen. Eine Sekunde. So, wieder da. Und zwar heißt es The Melting Snowman. Ich lese es euch erstmal vor. Während dieses Ölbades, das wie ein schmelzender Schneemann aussieht, in der Wanne zergeht, duftet es marzipanig nach unserem Snowcake. Bestseller und pflegt deine Haut mit Kakao und Shea Butter streichelweich. Ab damit ins Badewasser und entspanne. So. Snowcake ist die Seife, die es schon seit 3 Jahren gibt bei Lush. Ich hoffe, die Kamera macht noch gute Bilder. Shenzi hat letzte Woche die Kamera runtergeschmissen und es wird nicht gegen das Stativ gesprungen. So, und zwar sieht der Melting Snowman so aus. Wie ein kleiner Schneemann. Ein kleiner verhutzelter Schneemann, der schon am Schmelzen ist. Und es riecht dann wirklich wie das marzipanige Snowcake oder die Smitten-Handcreme. Da ist irgendein Mann vom Ordnungsamt auf dem Spielplatz. Warum weißt du das? Weil der so eine gelbe Weste anhat. Das ist ein Saubermacher. Ach, das ist ein Saubermacher. Ich habe voll das Spannerfenster. Ich kann bei uns in den Park gucken. So. Den habe ich mir 2-mal geholt. Einmal als Geschenk und einmal für mich. Weil ich mag die Ölbäder von Lush sehr gerne, weil die sehr, sehr pflegend sind. Man steigt da aus, man muss sich nur noch trocken tupfen. Und man ist total gut gepflegt. Dann habe ich mir gekauft... Ja, jetzt fängt das Elend nämlich an. Aber ich gebe mir das Schlimmste zum Schluss auf. So, ich habe mir auf jeden Fall ein Softcore gekauft. Aber keine Angst, Softcore geht nicht aus dem Sortiment. Aber Softcore habt ihr schon 100 Mal auf YouTube gesehen. Das ist so ein Herz, was nach weißer Schokolade riecht und mit Honig und Kakao ist. Und das ist eine Massagebar. Das sind diese seifenähnlichen Dinger, die man sich über die Körperteile schmiert. Und dann schmelzen die mit der Körperwärme. So, ich wollte schon immer einmal, also erstmal ist ja mein eines Lieblingsding rausgegangen, das war so orange und so viereckig, das habe ich euch aber, glaube ich, auch mal gezeigt. Es hat so lecker nach Zuckerwatte gerochen, geht raus. Und jetzt, pass auf, was rausgeht. Der Mange 2. Ich glaube, ich raste aus. Fliegende Massagebutter, sie schmeckt nach Honig, Vanille, Orange, Pfefferminz, Bananen und Schokolade, weil genau diese leckeren Dinge drin sind. Zwischen den Handflächen schmelzen und da sanft über die Haut gleiten lassen und einmassieren. Er sieht so aus, hat ein Sechseck. Ich habe mich schon damit eingecremt und rieche schon danach. Er hat halt dieses Süße mit, aber durch die Pfefferminze wirkt es auch sehr frisch. Oh. Davon habe ich mir jetzt nur einen geholt, weil ich musste mein Geld für was anderes ausgeben. Für alle euch da draußen, die gerne baden gehen und gerne in Schaumbad baden, zum Beispiel in einem
Kessenschaumbad, in einer Kessenschaumbadnummer, die lecker nach Karamell, Kakao und Orange duftet und die deine Lust auf Süßes stillt, ohne zusätzlich Pfunde auf die Hüften zu packen. Ja, hier! Lecker, lecker ohne Hüftgold. Hey. Nein. Die Kleinen bauen nur Mist. Und zwar, ob auch was rausgeht. Ich habe ja gedacht, ich sehe nicht richtig. Der Marbubble geht raus. Der riecht nach ganz lecker nach Schokolade. Und Vanille. Und hat da drin noch so ein Zuckerklümpchen. Und der geht raus. Ich glaube, ey, ich habe echt gedacht, es kann nicht wahr sein. Riecht so, so lecker. Und jetzt ist mein allerliebstes Lieblingsschaumbad rausgegangen. Verdammt ich nochmal. Deswegen habe ich mir auch ganz viele gekauft. Ab in die Tüte. So. Und jetzt kommt eigentlich das allerschlimmste. Also für die meisten ist ja Each Peach oder Soft Cure das allerliebste Lieblingsmassagebar-Ding. Aber meine Lieblingsmassagebar ist schon zwei von aufgebraucht. Heavenly. Heavenly geht aus dem Standardsortiment. Hallo, was geht denn bei Lush im Kopf ab? Das sind die allergeilsten Gerüche. Also alle Mädels, die da draußen auf diesen süßen, vanilligen Kakaogeruch stehen, da gehen so viele Sachen raus. Also drei Sachen schon, die rausgehen, die so riechen. Ran dran. Ich habe hier noch einen drin und hier ist an einer meiner Hand. Und wenn ich ihn rieche, könnte ich weinen, weil er rausgeht. Ich lese es euch nochmal vor. Pflegende Massagebutter. Die zart schmelzenden Buttersorten von Heavenly duften nach sinnlichem Jasmin, Vanille und Tonka. Einfach umwerfen für himmlische Stunden zu zweit. Ja. Ich werde nie wieder himmlische Stunden zu zweit verbringen. So viel steht fest. Natürlich erst, wenn die leer sind. Deswegen wäre es schön, zu Weihnachten noch mehrere Heavenlys zu bekommen. So. Ja, ich bin sehr traurig. Ich wollte euch das mitteilen. Ich hoffe, ihr leidet entweder mit mir, weil geteiltes Leid ist halbes Leid, oder ihr denkt, pff, interessiert mich nicht die Bohne. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Denkt immer dran, anders ist anders, anders ist aber nicht falsch. Lasst mir Kommentare und Däumchen da freue ich mich sehr und passt auf euch auf. Moment out.